Ja. Wenn du den Rekord für das Brauen des Stimmbandtranks überbietest, wirst du in den Zaubertrankclub aufgenommen. Der Stimmbandtrank ist einer meiner Lieblingstränke. Manche Leute verwenden ihn nur, um andere hereinzulegen. Welch eine Verschwendung! Heiß! Los! Nochmal heiß machen. Ja, komm schon! Achtung! Da! Honigwasser! Na, ein bisschen Rosé soll es werden. Jetzt nur einfach Orange. Minzzweige. Genau, die Minzzweige. Die hier. Oh, mach heiß. So wie die Minzzweige. Aber viel Zeit hast du hier ja nicht, ne? Gedünstete Alraune. Viel ruhiger als die lebendige Version. Nieswurzsirup. Alles, die Zeit wurde auch wieder besser. So höher. Weil wir Punkte gemacht haben. Okay. Jetzt gelb. Hätte auch direkt durchmachen können, oder? Wie viele Punkte waren denn vorher? Gar nicht so schlecht, oder? Haarscharf. Zaubertrankclub-Mitglied, yay! Wow, du bist wirklich gut. Solch einen guten Stimmbandtrank hat noch keiner gebraut. Kannst du mal sehen. Du bist herzlich eingeladen, dem Zaubertrankclub beizutreten. Danke. Kann ich dann jetzt meine Schrumpflösung brauen? Ich hab's nämlich eilig. Gedünstete Florfliegen. Schütteln. Müssen wir sogar noch schütteln. Schüttel den Bullentrank da rein. Ja, wenn du nochmal. Nein, wollen wir nicht nochmal versuchen. Also haben sie sich ja schon was einfallen lassen mit den Zaubertrankbahnen. Das war wenigstens mal, wähle den Container und nimm so etwas heraus. Bei den anderen Büchern, Büchern sag ich schon, Spielen hatten sie das ja eigentlich relativ langweilig gemacht. Wenn denn überhaupt stattgefunden. Crab sollte mal einen Schluck davon nehmen. Wir brauchen 5 Raupen. 1. Ups. 2. 3. Oh, da steht's ja auch. Genau. 4. 5. Dann ein bisschen rot. Schrumpelfeige. Mal schütteln. What? Und rein. Nein! Keine Sorge, du kannst das jederzeit nochmal versuchen. Was soll das denn jetzt? Crab sollte mal einen Schluck davon nehmen. Ach komm schon! Erzähl doch keinen. Hä? Die war doch locker drin. Gelb ist.
Nein, abstellen. Ja. Die Rattengedöns. Das hier. Achso, das sind jetzt die, die Viecher. Ja. Na, komm schon rein da. Was ist denn wahr? Wieder schön. Grünen Würmer. Eine. Und grün erhitzen. Naja. Es hat gereicht. Ja, 5 Punkte gemacht. Ich bin sehr gespannt darauf, wie du dich in den anderen Herausforderungen schlägst. Komm wieder und versuch sie. Das ist toll. Ich komme bestimmt mal wieder. Aber jetzt muss ich zurück zum Quidditch-Feld. Ginny Weasley wartet dort auf mich. Schon gut. Komm, wann immer du Lust hast. Also ist das so eine optionale Sache, die anderen Tränke zu machen? Also wer Bock hat, kann er auch gerne machen. Und der Rest, dem ist egal. Ja, kommen wir auch wieder nicht dran. Oh, toll. Aber da bekommst du die meisten dieser Wappen überhaupt nicht dran. So, dann einmal hier durch. Das kriegen wir hin, den Weg zum Königsfeld. Warte! Nicht jetzt, Crab! Ich bin verabredet! Hier, dann wirst du wohl zu spät kommen! Super! Was soll das, Crab? Hast du keine Hobbys? Nichts zu tun? Hausaufgaben? Unterricht nachholen von mehreren Jahren, dass du verpasst geschnallt hast? Keine Chance gehabt. Reflex. Das zahle ich dir heim. Jetzt kannst du auch mal in die Opferrolle schlüpfen, Crab. Das war toll, Harry. Wurde auch Zeit, dass Crab und Goyle mal eine Lehre erteilt wird. Hey, hast du nicht Lust, uns zu helfen? Ich bin der Kapitän des Hufflepuff-Duellierclubs und möchte den Schülern helfen, ihre Abwehrfähigkeiten zu verbessern. Also gut. Aber ich habe nicht viel Zeit. Okay, Leute. Harry hat sich bereit erklärt, uns Protego zu zeigen. Und der Junior-Champion unseres Duellierclubs ist so tapfer, sich ihm zu stellen. Okay, Harry, dann leg mal los. Nach unten. Ah, hat mich erwischt. Könntest du uns auch beibringen, wie man Zauber auflädt? Das wäre super, Harry. Also muss ich nach vorne schnell. Boom! Kann natürlich auch schön warten, bis die aufgestanden sind. Ups. Da habe ich noch einen hinten erwischt. Wenn du mal wieder Lust auf ein Duell hast, brauchst du dich nur auf dem schwarzen Brett dort drüben einzutragen. Habe ich einen versehentlich noch mit erwischt. Wollen wir noch gucken? Ah, komm, wir gucken mal noch hier den Hufflepuff. Zum Duell gegen den Junior-Champion von Hufflepuff tritt an Harry Potter. Ich will jetzt einmal das mit dem Aufladen ausprobieren.
ist ja schon gemein. Habe ich hier voll erwischt. Und dann die ganze Zeit die Flasche in der Hand. Ah, okay. Ja, macht die Sache natürlich schon auch ein bisschen komplizierter. Weil die Leute die ganze Zeit auseinander machen für das Billard, was mache ich aber Protego mit. Da haben wir ihn. Ah, war schon spannender, die Duelle. Komm bald wieder und versuch es nochmal, ja? Also, da gibt es jetzt so viele Bewegungen, die ihr machen musst, dass es schon kniffliger wird. Vor allem, wenn ihr dann eigentlich durch die Bewegung der Kontrolle was anderes Hallo, Harry. Bereit zum Duell? Macht, als wie du eigentlich willst. Weil macht er auf einmal Protego, obwohl ich nur losgelassen habe. Also mit dem Expelliarmus zu starten, schon mal nicht das Verkehrteste. Ich muss immer schnell nach unten machen für den Protego. Wenn ich nur ein bisschen gedrückt halte, dann macht er halt das Aufladen. Das ist schon ein bisschen tricky, dann genau zu timen. Yay, 5 Punkte. Aber wenn wir den Lierclub hier abschließen, dann sind wir Duell gegen den Senior Champion von Hufflepuff tritt an. Harry Potter! In den Zaubern stärker, ne? Also für diese Schulhofduelle ist das dann nicht verkehrt. Boah, hat der den abgewehrt. Warum mache ich nichts? Was war das denn? Der hat einfach da rumgestanden und nichts gemacht. Jetzt hat er den Protego nicht gemacht. Los, mach ich fertig. War schon knapper, ne? Vor allem, weil der Harry einfach nichts gemacht hatte, obwohl er was machen sollte. Boah, da habe ich ihn voll erwischt. Also kurz, man muss den Zauber am besten loslassen, wenn er so kurz vor dem Aufstehen ist, also so kurz bevor er steht. Dann haust du den dann wirklich um, dann kann er nicht zur Seite weggehen. Boah. Hat doch schon mal geklappt. Meisterschaft. Der Hufflepuff-Herausforderung stellt sich... Harry Potter! Immer noch mit dem Zaubertrank in der Hand.
voll das Handicap. Ach, dann war ich ein Ticken zu langsam. Hab ihn aber trotzdem erwischt. Und dann noch Expelliarmus reingehauen, obwohl er schon noch am Boden lag. Ah, da ist aber gut reagiert, Junge. So, haben uns beide getroffen, aber ich habe gewonnen. Bisher bin ich nicht einfach K.O. gegangen, ne? Bei keinem Duell. Ah, ich bin guter Duellant. Liegt auch einfach an der ganzen Übung gegen Voldemort. Bam! Boah, leider aber. Gerade noch so ein Protego hingekriegt. Ja, mein Protego kam ein bisschen zu spät. Aber hat gereicht. Hufflepuff besiegt. Alle Hufflepuffs besiegt. Das reicht mir. Das macht schon irgendwie Spaß mit den Duellen. Bam, 5 Punkte. Ja, besser als gegen den Gryffindors. Der Duellzauber sind jetzt noch welche. Ja, gesehen. Also macht schon Sinn, das zu machen, hochzubringen. Ich glaube, das war gerade ein bisschen ein komischer Hall. Das lag daran, weil ich meine Flasche Wasser gerade genommen hatte. So, hier rum, ne? Ich wollte den Vogel da abschießen. Yay! Okay, den Strauch können wir nicht nochmal machen. Ist das Ginny? Das ist sie, ne? Ja. Hi, Ginny! Ich habe die Schrumpflösung für dich gemacht. Danke, Harry. Das ist echt klasse. Du glaubst gar nicht, was mir auf dem Weg hierhin alles zugestoßen ist. Aber jetzt bin ich ja da. Sollen wir dann nach Hogsmeade gehen? Tut mir leid, Harry, aber ich habe Dean versprochen, mit ihm zu gehen. Was? Er war nicht gerade begeistert, als er hörte, dass er ohne mich gehen muss. Aber jetzt kann ich ja doch. Ja, Dean, natürlich. Geh ruhig mit ihm. Ich werde mit Hermine gehen. Bis später, Harry. Ja, bis später. Fail. Was war das für ein Trank, den du Ginny gegeben hast? Doch nicht schon wieder etwas aus diesem Buch, oder? Du weißt doch noch nicht einmal, wer dieser Halbblutprinz überhaupt ist. Lass uns nach Hogsmeade gehen. Hauptsache, weil der dieses, ich meine, nimmt die Nadel von der Platte Geräusch, ne? Es ist nur, ich glaube langsam, dieser komische Prinz war etwas zwielichtig. Ist das nicht Katie Bell? Das hat nichts mit dir zu tun. Katie! Katie! Es ist dieses Halsband. Es muss verflucht sein. Malfoy wusste von diesem Halsband. Es war ausgestellt bei Borgen und Burks. Aber Katie hat es im Mädchenklo bekommen. Wie sollte Draco da reingekommen sein? Viel Glück heute, Ron. Ich weiß, du wirst spitze sein. Nach heute gebe ich meinen Posten auf. Soll McLaggen-Hüter werden. Na schön. Saft? Du siehst furchtbar aus, Ron. Hast du deshalb was in seinen Saft gemischt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm schon, Harry. Wir haben ein Spiel zu gewinnen. Na, ich will nicht Quidditch spielen. Ah, Luna mit ihren coolen Löwen, hey, Hut da. Ich sammle lieber ein paar Wappen ein. Ich fühle mich wirklich gut heute. Tja. Hast du gut gefrühstückt? Ah, da guck mal, ja, jede Menge Wäppchen. Jede Menge Wappen.